Du bist Boss, wenn man sich mal wieder große Mühe macht, am Ende jedoch dennoch kaum einer lacht. Du bist Boss, wähl mir eine alte Brille, viel Spaß mit dem Projekt, in dem ich chille. Du bist Boss, die Aufmerksamkeit war zu gering, deshalb wird dieses Projekt nun ein Ding. Boss, B-O-S-S, besser Stream schauen, viel Spaß und reingehauen. Zu einer neuen Folge von Boss, und ich habe jetzt mein Mikro mal ein bisschen weiter weg. Mein Mikro ist jetzt da vorne, hier unten, weil ich immer zu laut war, ne? Wir machen es aber mal so, es ist unangenehm, wenn es weit weg ist irgendwie. Ich versuch's trotzdem mal so, ne? Let's try it! Weil irgendwie war der Ingame-Ton dann zu leise. Von dem Stream. Heute haben wir den Stream erste Arena, Halbfinale Kronengrind. Das auch Rocket League dabei, aber ist ja egal. Eigentlich wollte ich das separat machen, aber ich denke, es wird kein separates Rocket League-Video kommen, weil ich da keine Zeit und irgendwie auch keine Motivation für habe. Aber ich habe ein bisschen was angefangen, vielleicht kommt davon irgendwas oder ich reacte darauf oder so. Mal schauen. Gut, dann schauen wir jetzt auch mal, was hier so abgeht. Mal mit Aufklärung kommen. Kommt drauf an, was er auf der Attacke hat. Ich glaube, da ist er auf jeden Fall mit Rotzuki. Fangen wir mal mit Rotzuki nochmal an. Oh, da hat ne Mama noch gelebt, Alter. Luke, okay, ist kein geiles Pokémon, deswegen ist es halb so wild. Initiative sinkt. Ich darf nicht spoilern, welche Pokémon da noch gelebt haben. Ja. Sehr gut, bei einem sehr langsamen Pokémon wie Flickmon, da lohnt sich eigentlich schon so eine Attacke. Genau, Alter. Wenn ich jetzt fliehe, das hätte ich noch nie gemacht. Was passiert dann? Dann schlafe ich ja nicht ein, ne? Das ist eigentlich ziemlich smart. Das ist really smart. Das ist total gut. Ich schlafe nicht ein. Ja, das ist true. Habe ich auf Route 207 gefunden. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt so überzeugt war davon oder so überrascht war. Das ist doch echt logische Pokémon-Taktik, aber I don't know. Gut gegen ihn? Sogar sehr stark. Egelsamen ist ausgewichen. Boah, nee, Mama, du bist einfach nur wild. Nee, Mama, stark. Sehr schön. Nee, Mama. 123 Punkte und Level 9. Nee, Mama geht ab, Alter. Jo, sehr schön. Du bist schon einer. Jo, Alter, der wird gelevelt wie sonst was. Ja, nee, Mama geht echt ab. Machtkette. Was macht eine Machtkette? Das frage ich mich auch gerade. Keine Ahnung. Der Betrag erhöht bei Levelaufstieg Initiative Wert, senkt aber die Initiative allgemein. Ziemlich lost. Erhöht den Initiative Wert, senkt aber die Initiative allgemein. Ja, wenn es mir wer in den Kommentaren erklären möchte, gerne, aber ich verstehe es irgendwie nicht. So, nächstes. 21, so, hier irgendwo. Krass, ist wirklich krass, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Neymar mal wieder am Level. Alter, der trifft ja gar nichts. Alter, wie gut ist Neymar, Alter? Es ist ja wild. Neymar weicht einfach immer aus, ne? Einfach wild. Volltreffer. Und jetzt ist er Level 11. Oder fast yeah. 11. Zu oh, das reicht sogar. Yo. Neymar mal rasiert. Ist schon krass. Ist wirklich krass. Muss man ganz ehrlich sagen. Hollo, hollo. Na gut, ein schneller Kampf während meiner Pause. Ja, da haben wir raus. Schau ja. Mal. Rich Girl Tristian. Ja, genau, Rich Girl Tristian. Also sieht so aus. Sehr nice. Das fühle ich. Okay. Mit Tristian, also auch ein Bildername. Werden kann wieder. Das ist dumm. Jo, einfach ein Kajuke, ja, Alter! Scheiße! Was? Oh nein! Junge, das ist wirklich wild. Okay, ich mein, das war wirklich wild. Erschreckt einfach so lange. Oh, das macht 7 KP sind gar nicht so wenig bei 30 insgesamt nur, ne? Big Math. Big Math, Alter. Ja, gut.
Wieso bin ich jetzt so lost? Absorber, ja. War jetzt nicht dieser Treffer? Nee. I don't know. Okay. Was war denn jetzt hier für ein Highlight? XP gibt's jetzt hier? Was bringt die Masse? Initiative sinkt. Ja, diese ist eh schon wack. Okay, wieder voll KP. Das ist schon mal was. Ja, natürlich geil. Sägesang plus halt noch die Absorber, ne? Gut, ich weiß nicht, was da dann jetzt Highlight war, aber ist auch Wayne. Geflor, gespannt. Absorber. Ja gut, Olaf kann da nicht viel anrichten, ne? Bin mir nicht sicher, ich geh mal auf Neymama. Ne, Mama regelt. Oh, ne, Mama. Ne, Mama war einfach MVP damals. Schon wild. Okay, bei Neymar muss ich ein bisschen aufpassen. Der darf nicht Level 14 werden, so schnell. Ja. Hab ich viel trainiert hier auf jeden Fall. In dem. Es ist gar nicht so wenig, was abgezogen wurde, ne? Ich glaube, ich setze dich jetzt halt mal einen Rang ein. Rang. Ich habe ein bisschen Angst, dass der nämlich sowas kann wie. Wie heißt denn das? Irgendwie eine Kampfattacke irgendeine, ne? Oh nein, vergiftet. Schnabel sollte nicht jucken. Aber okay, Gift ist halt unschön. Vergiftet. Keine Chance, ich weiß nicht, gewonnen, die gebe ich auf. Komm bitte, hau dich um. Hau ihn um. Yes, ja. Wir haben Drohnen Nummer 1. Und nee, Mama ist Level 14. Wild. Sehr schön. Ja, Mann. Rich Girl Wayne. Zeit, mein dotiertes Pokémon. Und wir kriegen Money. Nice. Das ist beschämend. Ja, das war voll beschämend, seine Leistung. Ich glaube, das könnte nicht sein. Haben alle überlebt, ne, den Kampf? Das ist auf jeden Fall Gold wert. Aber wir kämpfen mal gegen dich. Perle. Ja. Gibt, glaub ich, oh ja, jetzt, was jetzt kommt. Ich glaube, da kann man dann drüber springen später. Die Musik ist wild. Yo, was kommt denn für eine Musik? Richtig geil. So einen kompletten Herzinfarkt und auf einmal hat mir sowas. Legi. Für Legi oder ja. Was ist das? Das ist eine geile Musik, ne? Ja, die Musik ist schon sehr wild. Ja. Ist halt. Schon sehr wilde Musik auf jeden Fall. Aber nein, ich hab's leider nicht bekommen. Beleidigt zu haben. Kinder. Kinder, bitte bringt diesen Rolling in etwas Anstand bei. Mari, lass zusammen kämpfen. Oh, okay. Doppelkampf. Ein Doppelkampf ist immer so eine Sache, ne? Ich mag keine Doppelkämpfe, Real Talk. Ich mag keine Doppelkämpfe. Ich bin kein Fan davon. Vor allem nicht in Randomizer Nuzlocke. Sailor Joey und Sailor Joey wollen kämpfen, Alter. Das ist schon sehr gut. Sailor Joey und Sailor Joey. Okay. Oh ne, machen wir einfach wieder Rang, Level 16 schon inzwischen. Also ich finde auch den Sprite von Mappazone einfach nur geil, aber sieht einfach gar nichts. Das stimmt! Das so true! Das hier, der Sprite von Mappazone ist echt ein Witz. Alter, was ist das? Sehr schön, nur. Was alles gibt, ne? Telefon, Adrenalin-Telefon. Da kann man eigentlich sagen, hier einmal Adrenalin. 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 Und Telefon. Wer ist da am Telefon? Es ist ein Pferd. Es sagt Ha-Hi-Ha-Ho. Ohne Bild. Oh, sehr interessant. Welchen Eindruck könnte das Fernsehen bei dir? Oh, was habt ihr noch gemacht? Mal. Oh. Was hab ich denn jetzt gemacht? Alle. Alle. Oh, echt? So, was haben wir noch? Einen Titel geben. Lifestyle.
Aussehen. Oh, nur Aussehen. Das ist gut, ja. Aussehen ist gut. Aussehen. Oui, oui, oui. Ich sehe schon. Dein Sinn für Schönheit ist unerkennbar. Ich werde dir Foto direkt hier hinhängen. Mari, Aussehen. Das ist ein wunderschönes Bild. Es ist wirklich wunderschön. Okay, wir haben alles gesehen. So. Haben wir hier. 204, da gibt's nämlich eine. 204. Da gibt's nämlich ein Gras. Und ein Angelplatz. Also Wasser. Ich habe mir die ganzen Routen aufgeschrieben, wo ich noch was zu fangen habe und alles. Was machen. Da kommen wir noch nicht. Warte, komm mal hin, wir müssen rumgehen. Oh, jetzt bin ich in den Rhein gelaufen. Upsi. Oh, ein schwächlich wirkender Trainer, willst du mich an... Bitte verarschen! Ja, das ist so. Die richtige Frage hier. Let's go. Schon wieder Tristian, wie seid ihr denn Tristian? Wir sind echt alle Tristian. Was ist wild. Beide heißt dann Snickers? Was? Wir werden... Meine Pokémon sind ganz aus der Puste. Die nehmen mir jetzt bestimmt meine Pokémon weg, weil ich das in Sand gesetzt habe. Ich warte nur, unser Commander zeitet alles wieder zurück. Richtig, gib mir Geld. Alle drei Commander des Team Galactic. Moment, das stimmt nicht mehr. Einer der vier Commander. Der nennt mich Mars. Wir werden. Achso, die anderen heißen dann wahrscheinlich. Also, es gibt Mars. Der erste Commander heißt Mars. Der zweite heißt dann Snickers. Der dritte Bounty. Und der vierte. Was gibt's noch? Milky Way. Twix. Hier noch irgendein Riegel. Kinderriegel, also noch. Twix oder so. Ja, Twix ist besser. Twix ist super. Manche würden sagen, ah, jetzt sind wir quasi im nächsten Game. In Rocket League. Ouch. Da hab ich weg. Komm. Ja, ein bisschen. Ja, hab ich. Nein. Wild. Sehr, sehr geil. Sehr stark. Na, Mist, den habe ich nicht erwischt. Aber gut, der geht. So, na, geht der? Ja, nice. Nice. Yeah. Stark. Spanien gewinnt, wichtig und richtig. Nee, Italiener finde ich halt auch irgendwie seitdem dieser Ding vorher war mit Immobile. Sehr gut. Vorlage, holy. Das springt vorbei. No way. Und alles wieder da. Hui. Oh shit, das war ein Fehler, oder? Alles gut. Alles springt vorbei. Oh Gott. Ah nein. Ja. Deiner. Ja, nice. War echt eine gute Vorlage. Sehr Vorlage, holy shit. Ja. Wirklich wild. Sehr geil. Ich dachte so, komm ich mal kurz direkt, weil sonst kritisch. Ja, war geil, wie du dann noch so zurück. Sehr nice. Das war wirklich schön. Ja, welches? Jetzt zumindest Tor. Ja. Er hat sich voll geboostet. Ja, ich dachte, ich hau dich weg. Was von denen? Hol dir. Hm. Ich will jetzt wieder die Ideen einfach nur verteidigen gehen ins erste Tor. Ah, yes. Da wäre ich 0 Ding getippt. 0-1. Aha. Dänemark? Also Dänemark gewinnt? Ja. Also ich hoffe es, aber ich glaub's leider nee. Nicht. Nee. Okay, Eigentor. Auch gut. Ja, aber jetzt kein. So, das habe ich echt alle meine Tore. Ping, let's go. Okay. Für der Ping ist heavy. Ich hatte gerade, ich habe alle meine Ding-Videos, alle meine Tore wurden gemacht quasi. Als Highlight aber zum Glück nicht. Weil das wäre ein bisschen too much. Und ah, man braucht die herzlichen Tore ja echt nicht Highlight. So, ein Brand. Ich wollte ein bisschen streicheln. Jetzt mich. Streiche gerne Bälle. Der war hübsch. Der war hübsch. Ja, Mann. 3-0. Stimmt. So ein Ding. Hab ich einfach beide hochsteigen, aber auch in einer steigt hoch. Aber egal. Was ist das? 57? Oh, ja, es gibt ja an sich gegen. Wow. Oh. Oh, wieso fall ich zum Ball? Na egal. Mit alle Chance zum Ball zu fahren. Die fahren aber weg. Wow. Oh. Einfach nur wow. True, einfach nur wow. Langweiligste Tor, das ich jemals gemacht habe. Wow.
Das war wirklich nicht besonders, aber irgendwie war schon lustig. Wow. Hast du immer nur stehen bleiben, ist ein Tor. Du hast Tor. Einfach alles schief gelaufen, aber gut. Boah, also. 23. Okay, wir sind jetzt in DBD angekommen. Dead by Daylight! Da ist eine Falle. Vielleicht läuft sie da rein. Oh ja, das tut sie. Mann, das war gerade gleichzeitig! Das ist nicht da wirklich cool. Falle. Vielleicht läuft sie da rein. Oh ja, das tut sie. Das war gerade echt geil! Das muss ich mir nochmal geben, wie geil. Biu, biu! Da ist eine Falle. Vielleicht läuft sie da rein. Oh ja, das tut sie. Mann, das war gerade gleichzeitig! Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, die sind gerade gleichzeitig in der Falle gelaufen, Mann. Das war zu gut. Nicht. Das war wirklich sehr, sehr nice. Okay, als Doc, ich nehme Laurie auf. Was ist nun? So, nice. Weil wenn man sie aufhängt, schreien sie dann nicht auch? Zählt es auch zu dieser Aufgabe, lasse die Überlebenden 20 Mal schreien, ich glaube 60 Mal schreien. Zählt dann das Aufhängen auch? Eigentlich ja schon, weil da schreien sie ja auch. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Na gut, wenn mal wieder so eine Aufgabe kommt, könnte man es mal testen. Du Hubel! Du bist so ein Fischgesicht. Ja, true. So, was haben wir hier noch? Aber so. Die beiden können es eigentlich machen. Der wird direkt zum Ding laufen. Das war so klar. Sehr nice. Ich war so klar, dass du direkt mit dem Gen laufen wirst. Ne? Das wäre wirklich nice. Weil ich phase hin. Schaut mal hier, ihr seht noch Funken. Das heißt, der wird noch gemacht. Dann sehe ich, die Funken sind weg. Jetzt. Und es ist eine Klatschbombe da. Und direkt geschlagen. Das war so sehr guter Play von mir. Also ich lobe mich zwar nicht oft gerne, aber das war wirklich. Das hängst du auch, sorry, aber das ist mir zu doof. Das ist mir zu doof. Aber zu doof. Da war ein Totem. Was nun? Ein sehr tiefes Atmen oder ein sehr schweres Atmen. Ah! Da drin sind oft Totems. Ist auch ein Totem, aber ein falsches. Das ist RIP. Oh May. Das ist echt ein Highlight? Ich mach's trotzdem mal weg. Mit hat sie noch ein Naur oder irgendwas, man weiß ja nicht. Ach komm, Mann, das war ein schwaches letztes Highlight. Aber gut, ich würde sagen, das war's dann hier von diesem Stream. Erste Arena-Halbfinale Cronen Crying vom 6. Juli 2021. Ziemlich alt, aber gut, wir haben noch ein paar abzuholen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ich hoffe, lautstärktechnisch passt jetzt auch alles. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Boss. Und wir sehen uns dann auf Wiedersehen. Tschüss.